Ganz wichtig ist, ich muss mir beim Tausch von Gleitlagern als erstes die Kurbelwelle angucken. Die Kurbelwelle darf nicht riefig sein und ich muss das Maß der Kurbelwelle mit einer Bügelmessschraube überprüfen. Wenn die Kurbelwelle riefenfrei ist und wenn das Maß in Ordnung ist, kann ich mir das passende Pleuellager oder das passende Hauptlager bestellen. Wenn dann die Lagerschalen kommen, muss ich sie auspacken, mit einem fusselfreien Lappen den Lagerrücken abputzen. Ich schaue mir das Pleuel an, ich mache es sauber. Auch hier dürfen keine Riefen sein. Wenn ich es ganz genau machen will, müsste ich den Lagerdeckel auf das Pleuel aufschrauben, ohne Lager, mit dem passenden Drehmoment anziehen und die Grundbohrung mit einer Messuhr vermessen. Ist die Grundbohrung in Ordnung, kann ich das neue Lager nehmen, von außen gereinigt, in den Pleuellagerdeckel einsetzen. Und genauso mache ich das Ganze bei der Pleuelstange. Eine Besonderheit ist, bei Hochleistungsmotoren gibt es die sogenannten Spatterlager. Bei diesen Spatterlagern muss ich aufpassen, dass das Lager, das mit Spatter gezeichnet ist, in die Pleuelstange kommt und das andere in den Pleuellagerdeckel. Spatterlager haben zwei unterschiedliche Materialien. Und da das Lager in der Pleuelstange höher belastet ist, muss dort auch die Spatterschale eingebaut werden. Sollte der Motor auch gespatterte Hauptlager haben, ist es genau umgedreht. Dort werden die Spatterlager in den Hauptlagerdeckel gebaut und die anderen Lager in den Motorblock. So, nachdem ich die Lager jetzt eingesetzt habe in meine Pleuelstange, werden sie gut geölt und dann wird der Kolben mit Pleuelstange in den Motorblock eingeschoben und ich muss den Lagerdeckel von unten aufs Pleuel montieren. Dabei muss ich darauf achten, auf die Einbaulage des Deckels, den ich mir vorher gezeichnet habe, weil ich den Deckel ja theoretisch verdreht einbauen kann. Wenn mir das passiert, passen meine Maße nicht und der Motor würde festlaufen.